Tag, ihr Lieben. Heute ist der 10. Dezember 2021. Das ist tatsächlich mein 54. Geburtstag und wie es der Zufall möchte, ist es auch mein 54. Video, das ich heute aufnehme. Das ist das Kapitel 14b von meinem Roman Fröhliche Weihnachten und das heißt Ein Schwabe bleibt auf dem Boden. Das ist das Atelier Staunzeichen. Mein Name ist Pym. Kapitel 14a, ein Hamburger geht in die Luft. Kapitel 14b, ein Schwabe bleibt am Boden. Kommissar Häberle hatte einen Bekannten getroffen. Dieser hatte seine Mutter zum Flugzeug gebracht und die beiden Herren saßen nun in dem Café, in dem der Kommissar auf Hannes Johansen wartete und hielten ein kleines Schwätzle, wie man auch Schwäbisch so sagt. Sie waren zusammen in die Schule gegangen und hielten über die Jahre losen Kontakt miteinander. Ab und an gingen sie zusammen auf ein Schöppchen. Gegen Ende des Gesprächs, das immerhin eine Stunde dauerte und in dem sie sich über die jeweiligen Familien und die jeweilige Berufssituation unterhielten, erzählte Häberle seinem Freund, dass er auf einen Kollegen aus Hamburg warten würde. Jetzt hatten die beiden ein neues Gesprächsthema gefunden. Sie sind alles Fischköpfe. Wisse det, wie man unterhalb von der Elbe a viel besser Leben führen kann als da oben. Mir händ einen Freund von da gehabt, der hätte ein paar Jahre hier gelebt. Ich han en bis zum End net dann verstanden, wenn mir meine Frau nicht übersetzt hätte, was der geschwätzt hat. Der Freund des Kommissars musste in Erinnerung an so manchen Abend mit diesem norddeutschen Besuch noch lachen. Der scheint so ganz nett zu sein, der Kerle, aber der verstört älter, dass man hier halt so eine Rücksicht zum nehmen hätte. Es ist der Fall so heikel? Scho, du hörst bestimmt in der Zeitung schon von dem Herrn Mannner Gläse. Ist ja in Tübingen und Reutlingen breitklatscht worden vom Feinstädte letzten Tag. Du hast den Fall, dass der Mann nur andere Tochter hätte, das finde ich am heftigsten. Ich habe ja das gleiche gemacht wie der. Der Mann ist nicht freundlich zu seinen Konkurrenten. Sie. Ich habe damals andere große Zeitung von meiner Firma eine Druckmaschine verkaufen wollen und er hat mir den Auftrag von hinten einfach abgeluchst. Der hat seine Freunde in der Politik, aber so gesehen hätte ihm das auch nichts mehr nutzen können. Häberle sah seinen Freund lange an. Eigentlich darfst du das gar nicht wissen von mir, aber du hast ja, wo du das so sagst, in der gleichen Branche geschafft. Sag mal, kennst du nur andere Leute, mit denen der hier gearbeitet hat? Sein Freund überlegte. Nur die aus Ulm. Die hast du schon selber gefunden. Häberle nickte. Er hatte sich ganz seinem Freund gewidmet und hörte ihm aufmerksam zu. Man kannte sich eben untereinander im Ländle. Jetzt nickte der, denn die alten Ulmer Freunde des Herrn Mantner hatte er wirklich alle schon befragt. Hier hatte Herr Mantner seit einigen Jahren nur noch sporadische Kontakte gehalten. Das Leben seiner Tochter und der Enkel hatte hier sehr viel Raum in seiner Freizeit eingenommen. Von den Ulmern hatte er tatsächlich überwiegend nur Gutes über Norbert Mantner gehört. Diese kannten die Familie, als die beiden Töchter noch kleiner waren. Hier kannte man Yvonne als eine Kunstpreisgewinnerin, die leider aus dem Preis nichts gemacht hatte. Um das Warum hatte sich niemand hier gekümmert. Martina war hier sehr beliebt. Immer wieder stieß man auf deren alte Klassenkameraden, die sich nur positiv äußerten über ihre Hilfsbereitschaft. Yvonne war die ältere, kranke Schwester, die viel Zeit mit sich allein verbrachte und in der Schule nicht beliebt war. Öfter wurde das auf die Einstellungen geschoben. Kinder können sehr grausam sein. Der Spruch kam häufig. Einige Verwandte lebten auch noch in Ulm. Aber hier gab es aufgrund von Erbschaftsstreitigkeiten kein gutes Wort über das Ehepaar Mantner. Man hatte schon lange den Kontakt abgebrochen, weil sich die Geschwister von Ingrid Mantner beim Verkauf des Hauses derer Eltern mit ihr überworfen hatten. Ingrid Mantner hatte damals das Haus eigenständig schätzen lassen und einen höheren Wert erzielt als die Geschwister. So musste der Bruder, der es für sich und seine Frau kaufen wollte, am Ende den höheren Preis bezahlen, damit das Haus in der Familie bleiben konnte. Seine Geschwister wurden dann ausgezahlt und der Kontakt zum Ehepaar Mantner wurde von den restlichen Schäufeles eingestellt. Neu, du hast schon recht, aber in Ulm ist da keiner verdächtig. Die haben da bloß nur den einen Freund, den der Mantner an dem Tag angeblich hat besuchen welle. Aber da ist er ja nach Hamburg geflogen. Sein Gegenüber dachte nach. Es gibt nur einen Kollege von uns, der hockt in der Nähe von Bremen auf dem Land. Sander heißt der und hätte sich in einen Verlag eingeheiratet.
der Weiße so geht die Red sind zusammen aufgewachsen. Mehr weiß ich auch nicht. Das hilft ja vielleicht schon. Hast du eine Adresse von dem Sander? Neu. Da oben bin ich schon lange nicht mehr gewesen. Weißt, mit dem Computer haben wir all unser Geschäft verloren und die, die noch nicht so alt sind, so wie ich, machen all was anderes. All was anderes, als hätten wir früher Zeit. Kommissar Häberle sah auf die Uhr und erschrak selbst ein wenig. Um 3 hatte er sich hier niedergelassen, inzwischen war es kurz vor 5. Bah, das ist kurz vor 5. Wie Zeit rennt, mein Kollege ist bestimmt auch gleich da. Mir hocket schon ziemlich lang hier. Ich muss auch los, meine Frau wartet in einer Stunde mit dem Essen. Du bist mir eure Waage da und musst auch noch warten, gell? Sonst hätte ich mich mitgenommen. Hätte ich gedacht, aber du bist ja unabkömmlich. Na, sehen wir uns in den nächsten Tagen einmal bei dir daheim. Ich rufe dich an. Das machen wir und ich grüße meine Frau. Der Freund stand auf und schüttelte seinem ehemaligen Klassenkameraden die Hand. Na, gange jetzt und wünschte ein netter Abend mit deinem Kollegen. Mit einer leichten Handbewegung an den Kopf, als wollte er seinem Freund den Hut vor ihm ziehen, den er gar nicht trug, wandte dieser sich zum Gehen und verschwand in der Menge der Flughafengäste. Es war ein netter Nachmittag gewesen und ein informationsreicher. Kommissar Häberle hatte das Gefühl, dass nun endlich Bewegung in seinen Fall kommen würde. Dieser Herr Norbert Wandner kannte so viele Menschen, dass man gar nicht mehr erahnen konnte, mit wem er alles bekannt gewesen war. Dass sein alter Schulfreund ihn auch kannte, auf die Idee wäre er gar nicht gekommen. Ebenso wie die Idee, die Fotos der verbliebenen Familie auf dem Flugplatz herumzuzeigen und vielleicht so eine heiße Spur zu finden auf den Täter oder die Täterin, war diese Begegnung mehr ein Griff ins Blaue hinein als eine geplante Handlung gewesen. Manchmal ging es aber gerade nur mit der Hilfe von Zufällen bei der Polizeiarbeit voran. Der Hamburger Kollege konnte sich gleich für seine Arroganz bei ihm entschuldigen. Er hatte nämlich wohl doch, auch wenn der Freund Zufall ein wenig half, gute Polizeiarbeit geleistet. Vor den Fenstern hatte sich die Dunkelheit des Winterabends ausgebreitet. In den Schalterhallen, den Läden und auch in seinem Café waren alle Neonlichter schon vor ungefähr einer halben Stunde angesprungen. Jetzt, da der Freund sich verabschiedet hatte, wurde es Kommissar Häberle langweilig. Das lange Warten auf den Kollegen wäre ihm schon früher auf die Nerven gegangen, wenn nicht sein Bekannter aufgetaucht wäre, um ihm die Zeit zu verkürzen. Inzwischen musste die Maschine aus Hamburg gelandet sein. Es war kurz nach 17 Uhr. Häberle entschied sich, noch einen Kaffee zu bestellen. Es war ja nicht beim ersten Weinshoppen geblieben. Mit seinem zusammen hatte er doch so einiges weitere getrunken. Da er wenig gegessen hatte, er wollte das nun mit dem Kollegen zusammentun, fühlte er sich nach seinen 2 Vierteln nun schon recht angeheitert. Und müde war er auch. Häberle winkte den Kellner heran und gab seine Bestellung auf. Ein Glück, dass das alles auf Spesen bezahlt werden konnte, was er hier an nicht-alkoholischem zu sich nahm. Der Kaffee war fast teurer als sein Wein. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und beobachtete erst einmal die Passanten, die an ihm vorüberflanierten. Manche liefen gemütlich von einem Geschäft zum nächsten, andere liefen im Sturmschritt durch die Halle und erschienen das Leben nur im Höchsttempo leben zu können. Die schnellen Läufer trugen in der Regel schwarze, braune oder graue oder dunkelblaue Anzüge und die passenden, auch manchmal unpassenden Krawatten um den Hals. Wenige sah er, die einen Schal trugen, noch weniger eine Fliege. Sie gaben sich alle Mühe, elegant auszusehen, aber eigentlich saß immer etwas an dieser Kleidung nicht so perfekt, wie es eigentlich sein sollte. Häberle fing an, sich genau an diese Merkmale zu erinnern und sich auf diese zu konzentrieren. Hier saß die Krawatte schief, dort war der oberste Knopf auf, weil der Anzugträger schwitzte und sich am Hals Freiheit verschafft hatte. Er war ziemlich dick und klang wie eine Dampflokomotive, als er an seinem Beobachtungsposten vorbeihetzte. Hier hatte ein Sakko aus Leinen unschöne Sitzfalten geworfen. Ab und an waren die Hosen zu eng, saßen derbe unter den dicken Bauch, wobei sie wohl gerade noch von der Hosenträger, die man hervorblitzen sehen konnte, gehalten wurden. An einer Stelle war die Hose zu weit oder sie hatte einen Schnitt wie aus den 80er Jahren. Die meisten dieser Männer wirkten wie Clowns und nicht wie Business People. Sein Mordopfer war auch so einer gewesen. Aber das, was er bisher von ihm an Fotografien gesehen hatte, entsprach nicht ganz der Lächerlichkeit, in der sich hier einige Männer zeigen. Das ist der Unterschied von Mittelklasse und Oberliga, dachte Häberle so bei sich. Sein Blick wurde unbewusst nach links gezogen.
Was da auf ihn zukam, brach jedenfalls alle Rekorde der Komik. Aus der entferntesten Ecke des Ganges wurde ein Mann sichtbar. Beim Näherkommen merkte Häberle, dass er groß und schlank gewachsen war. Die leicht schütteren blonden Haare strubbelten sich auf seinem Kopf. Der Mann war etwas jünger als er. In dem Moment, als Häberle ihn sah, hatte er eine dunkle rote Kopffarbe. Er hatte seine Tasche über die rechte Schulter gehängt, trug einen Aktenordner in der linken Hand. Der Mann lief nicht von sich aus in einem Tempo, das er sich selbst nicht gewählt hatte. Er wurde von einem sehr seltsam aussehenden Hund, den er an der rechten Hand mit einer Leine zu bändigen versuchte, gezogen. Der Mann machte keinen unsportlichen Eindruck, aber der Hund vermittelte deutlich, dass er sich nicht wohl fühlte und heraus wollte aus der Situation Flughafen. Der Blonde zog das Tier immer wieder neben sich und schimpfte. Fuß! Du wirst es wohl noch eine Weile aushalten. So lange ist das schließlich nicht mehr. Donnerwetter! Dabei machte der Hund immer wieder seinen Eigenwillen deutlich und die schwere Reisetasche flog dem Mann erst einmal in den Rücken und dann von der Schulter. Das hatte offensichtlich wehgetan. So lustig, wie es auf den ersten Blick ausgesehen hatte, war es dann doch wohl nicht. Der Hund riss sich nämlich nun endgültig los, während sein Herrchen sich vor Schmerzen den rechten Arm hielt und laut ausrief. Häberle reagierte sofort. Das Tier schien ihm nicht gefährlich, aber frech und wild. Vielleicht auch mit den Menschenmassen am Flughafen überfordert. Kaum hatte der Herr den Hund losgelassen, durfte man die Hasenfüßigkeit des Menschen beobachten. Statt dem Mann zu helfen, fingen die Leute an, ihn anzubrüllen, er soll seinen Hund festhalten. Hysterische Schreie und ein entsprechendes Ausweichen vor dem Tier folgten. Eine türkische Mama nahm ihr Kind auf den Arm und lief laut um Hilfe schreiend durch die Schalterhalle. Häberle sprang von seinem Platz auf und lief in Richtung des Durcheinanders. Der Hund verstand das Ganze offensichtlich als Spiel. In dem Moment war er damit befasst, die türkische Mama in echte Panik zu versetzen. Dadurch, dass sie so laut kreischte, in einer unverständlichen Sprache, wohl türkisch, und dadurch, dass sie vor ihm weglief, fand er sich aufgefordert, hinter ihr herzulaufen. Die Frau war dick, um nicht zu sagen fett, und daher recht langsam. Außerdem war sie von oben bis unten mit Kleidungsstücken verhängt. Häberle verfolgte die beiden so schnell er konnte. Ihn wiederum folgte nun der blonde Mann, der sich von seinem Schreck erholt hatte und nun seinen Hund einfangen wollte. »Harlekin, Harlekin, stopp, du blöder Köter!« Der Mann war außer sich vor Wut und schrie aus vollem Hals. Die türkische Mama war, wie zu erwarten, in ihrer Kleidung hängen geblieben und der Länge nach hingefallen. Nun stand der Hund neben ihr und versuchte ihr das Gesicht zu lecken. Das Kind saß auf dem Boden und kreischte. Die Frau kam nicht mehr hoch. »Wie Kafkas Käfer«, dachte Häberle noch und musste doch ein wenig grinsen. Die Leute kamen ins Land und behielten ihre Sprache bei und verlangten obendrein noch, dass nicht sie sich der deutschen Kultur, die nun einmal Hunde hielt, anzupassen, sondern forderten die Deutschen auf, immer türkischer zu werden. Das kam in ihm als kleiner, gehässiger Gedanke hoch, dass es zwar nicht schön war, aber es ihr als Stellvertreterin einer ganz bestimmten Verhaltensweise auch ein klein wenig recht geschah, da sie nun so hilflos wie eine dicke Wurst auf dem Boden lag. Er und der Blonde hatten nun Hund und Frau erreicht. Auch der türkische Papa zur Mama war inzwischen angeschnauft gekommen. Er hatte seinen Sohn, der nun noch mehr kreischte, auf den Arm genommen. Seiner Frau aufzuhelfen fiel ihm allerdings nicht ein. Dafür trat er nach dem Hund. Dieser verstand nicht, wie ihm geschah, und fing jetzt an zu knurren. Der Blonde griff nach seinem Tier und der Papa fing an zu schimpfen, sich vor dem Größeren aufzubauen und ein unverständliches Deutsch-Türkisch zu brüllen. Häberle versuchte, der Frau zu helfen. Es brauchte eine Weile, sie auf die Füße zu bekommen, weil sie immer wieder in ihrer Kleidung verfing und weiterhin stolperte. Sie schimpfte auch in unverständlich Türkisch vor sich hin und empfand die Hilfe des Kommissars anfangs, da sie ihn für einen Feind hielt, aufdringlich und versuchte, ihn abzuwehren. Es dauerte, bis sie die Hilfe annehmen konnte und schließlich auch vor dem Hundehalter stand und hysterisch kreischte. Ich Polizei holen, konnte man gerade noch verstehen. Du Schmerzensgeld bezahlen. Es gab keine Gelegenheit, das Drama zu unterbrechen. Es sammelten sich auch immer mehr Zuschauer. Häberle kam dem Hundehalter zu Hilfe. Er fasste ihm am Arm und zog seinen Dienstausweis. So, ich bin von der Polizei. Ich mache da hier jetzt weiter und Sie gehen nach Hause. Der türkische Papa tobte weiter. Ich verlange bestrafen, sonst ich selber machen. Inzwischen waren auch Polizisten vom Flughafen selbst angekommen. Sie nahmen das Pärchen, das Kommissar Häberle und den Mann mit seinem Hund, begleitete mit in ihr Büro.
Der Blonde versuchte mehrmals seinen Ausweis zu ziehen und den Polizisten etwas mitzuteilen. Diese ließen ihn aber gar nicht zu Wort kommen. Häberle saß mit dem Hundehalter in einem Nebenraum der Polizeistation des Flughafens. Der Hund war in einem Zwinger in den Keller gesperrt worden. Eine Schüssel Wasser musste reichen. Das Tier jaulte entsetzlich, als man seinen Herrn von ihm trennte. Kann ich mich nun endlich vorstellen? Der blonde, lange Mensch machte einen erneuten Versuch, seinen Ausweis aus der Tasche zu ziehen. Ja, der Ausweis braucht man gleich fürs Protokoll. So lange müssen Sie doch warte kennen. Das war ein Unfall unter Versehen, aber die zwei toben ganz schön. So ein Theater haben wir immer mit den Leuten, wenn es um Hund geht. Ich kann Ihnen und mir nicht ersparen, dass wir uns um die Sache kümmere und ich habe wegen Ihnen nur meine Kollegen aus Hamburg verpasst. Haben Sie Geduld, bis Sie dran sind. Himmel, Herr Häberle, ich bin der Kollege Hannes Johansen aus Hamburg, angereist mit meinem Diensthund Harlekin. Ich habe erstens genug von diesem Flugplatz, dem Hund reicht es auch und das ganze Theater soll nun ein Ende haben. Das war schon in Hamburg ein Zirkus und hier macht man einfach weiter und jeder scheint zu tun, was er will. Hannes Johansen konnte nun endlich seinen Ausweis dem Kollegen unter die Nase halten. Haben Sie es jetzt begriffen? Johansen schrie den anderen an. In diesem Augenblick kam ein Polizist in den Raum und gab Häberle den Aktenordner, den der Mann aus Hamburg mit sich getragen habe. Sieht so aus, als arbeitet sie am selben Fall. Mir regelt das mit der Herrschaft und der Hund kann jetzt Agler wieder haben, Herr Kommissar Johansen. Dann war er auch schon wieder aus dem Zimmer heraus und kam wenig später mit Harlekin zurück. Der hatte seinen Jetlag nun überwunden und war wieder der Frieden in Person. Wenn die Türken nicht immer kreischen und weglaufen würden, hätten sie gar nicht erst das Problem. In Hamburg ignorieren wir das inzwischen weitestgehend. Sie sind hier in unserer Kultur und können einfach nicht erwarten, dass wir uns ihren Bedürfnissen anpassen. Johansen hatte zwar Mitleid mit der Frau und auch mit dem Kind, aber es ging ihm als Hundehalter einfach auf die Nerven und den ganzen Tag über ging das Theater ja nun schon so und er hatte einfach genug. Er schüttelte den Kopf und schnaufte einmal laut durch die Nase. Es tut mir leid, dass die Frau hingefallen ist. Dem Kind ist aber nichts passiert und ihr auch nicht. Ich denke, ich werde versuchen, mich zu entschuldigen und dann sollte es eigentlich gut sein. Mit diesem Satz ging er nach vorne. Da er nun auf der Seite der Polizei stand und sagte, wer er war, wurde der Vater des kleinen Jungen schon freundlicher. Seine Frau fluchte ihn leise auf Türkisch an. Der herbeigeholte Übersetzer grinste und flüsterte dem Kommissar ins Ohr, dass die Frau sauer war, weil sie kein Geld bekam. Offensichtlich hatte das bei anderen Hundehaltern schon geklappt. Also das war das Ganze und es war eine inszenierte Show gewesen. Der Mann verbot ihr hektisch weiterzusprechen. Sie nahm das Kind auf den Arm, seine Frau nahm der Mann an die Hand und so flüchteten die drei ohne Gruß in die Menschenmenge. Kopfschüttelnd und lachend blieben die Polizisten zurück. So weit sind wir also schon, stellte Johansen fest. Es war eine komische Szene, aber es blieb davon ein sehr bitterer Geschmack zurück, weil man sich gegen diese Überschwappen von Nichtkulturen sehr schwer wehren konnte. Häberle hatte sich inzwischen auch beruhigt und seine Kollegen nun doch begrüßt. Da das Hundedrama ein so lustiges Ende gefunden hatte, war zwischen den beiden Männern das Eis ein wenig gebrochen. Harlekin bekam seine ersten Streicheleinheiten in Süddeutschland. Der Hund war tatsächlich nicht gefährlich, sondern nur lebhaft und ungestüm, weil er sehr aufgeregt war bei der Fliegerei. Bei uns ist das seit dem Tod eines Schülers eine wild diskutierte Thematik in der Stadt. Hätte ich Harlekin übrigens ohne Leine gehabt, wäre es leichter gewesen. Das klingt zwar eigenartig, aber die Erfahrung ist tatsächlich die, die alle Hundehalter machen. Diese Nabelschnur aus Leder oder Stoff bringt die Hunde dazu, uns zu beschützen und das passt in einer Stadt nicht. Das haben Sie ja gesehen. Häberle war noch nicht überzeugt. Ich weiß es, das Theater kennt man leider auch mit den Tage. Es ist immer peinlich, weil man ja nicht unfreundlich sein will, aber sie kennen unsere Kultur nicht, weil es auch oft gar nicht kennenlernen und dann händ man so Ärger wie heute Mittag, weil alle aneinander vorbeischwätze. Häberle schnaufte und bemerkte, dass er von der Aufregung Hunger bekommen hatte. Lassen wir das Thema. Ich nehme sie jetzt mit einer Reutlinge und auf dem Weg gange mal was essen. Sind sie einverstanden, sie und der Hund? Johansen hatte seinen Kollegen wieder einmal nur zur Hälfte verstanden. Er musste ein wenig überlegen, was dieser gemeint hatte. Dann nickte er. Auch für ihn war es nun genug der Aufregung für den Tag.
nahm seine Tasche wieder auf und zeigte Harlekin an, aufzustehen. Sie konnten gehen. Eine halbe Stunde später saßen sie in einem kleinen Gasthof, einem der Bauernhof-Gaststuben, die an den Wegen immer wieder zu finden waren, und warteten auf ihr Essen. Heberle war unvermutet von der Landstraße abgebogen und einem kleinen Seitenweg gefolgt. Nur ein Hinweisschild auf dem Wegeingang hatte Johansen erkennen können. Sonst war es in dieser Gegend finster, sobald der Himmel sich verdunkelte. Straßenlaternen gab es wohl nicht viele hier auf dem Land. Hannes Johansen hätte man hier nicht aussetzen dürfen um diese Uhrzeit. Er hätte sich verlaufen. Kein Horizont, zu dem man blicken konnte, nur schwarze und dunkle Wälder zu beiden Seiten der Straße, die von einem kleinen Hauslicht ab und an unterbrochen werden. Des kennet Cedar. Häberle hatte den Blick seines Gastes bemerkt und auch, dass dieser seinen Hund an die Leine nahm. Harlekin wäre sonst wohl auf Nimmerwiedersehen bei den Rehen und Hirschen verschwunden. Wenn man nur Zeit findet, da kennet man hier ganz lange Spaziergänge. Aber das ist besser am Tag. Hier verschwendet ab und an immer wieder Leut und werdet nett Merkfunde. Häberle nickte, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, vor sich hin. Jedenfalls ist das eine sehr dunkle Gegend für ein Nordlicht wie mich. In Hamburg ist der Wald nicht so an den Berg aufgebaut und lange nicht so dunkel und schwarz. Auch nicht in der Nacht. Immer wieder sieht man Lichtungen zwischen den Bäumen. Zurzeit macht der Schnee es sogar noch heller. Hannes Johansen dachte an sein Haus und die Dünenlandschaft bei einem durchlichteten Laubwald, in dem sein Hund die ersten Teile der Leiche von Norbert Mantner gefunden hatte. Seither gingen die Menschen bei Dunkelheit dort nicht mehr spazieren. Eigentlich war das kein Problem. Es gab Straßenlaternen und die Baumreihen waren hell auseinandergezogen. Jetzt war aber auch dieser Wald ein unheimlicher Wald geworden. Aber im Vergleich zu dem, was hier außerhalb des Hauses zu sehen war, nämlich nichts, war das noch immer ein Witz. Vor dem Schwaben stand bald ein Alsterwasser, was den Norddeutschen als Radler vorgestellt wurde, und der Hamburger hatte sich tatsächlich für ein Glas Wein entschieden. Morle stand unterhalb des Radlers auf der Karte. Was ist das denn für ein Getränk? Hannes Johansen sah seinen Kollegen an und bat um Übersetzung. Das ist nicht gut, das ist Cola und Bier, ein dunkles Radler, wenn sie so wellet. So richtig siers und bappig. Man sah, dass Häberle dieses Wort im Mischgetränk als eine Biervergewaltigung verstand. Hannes fragte nach dem einen oder anderen Essen auf der Karte und entschied sich dann für Rumsteak mit Spätzle und Salat. Häberle kannte die Küche gut, der er sich anvertraut hatte. Er bestellte eine Sülze mit Bratkartoffeln. Zwischen den beiden Kommissaren lagen die beiden Aktenordner auf dem Tisch. Sie hatten sie aufgeschlagen und erstaunt festgestellt, dass ihre Methoden sich doch recht ähnlich waren. Johansens Freude über seine Entdeckung schmolz zusammen. Häberle hatte offensichtlich auch die Fotos auf dem Flugplatz herumgezeigt. Vielleicht war er sogar zum selben Ergebnis gekommen. Das Gespräch würde es zeigen. Er hatte schon ein wenig den Ehrgeiz zu beweisen, dass der Norden besser war. Häberle verglich die Fotografien. Wo hängt sie denn die offizielle Fotos her? Ihr hängt meine selber mache, Mirsa. Das war halt ganz einfach. Die ganze Familie hat nicht einsehen wolle, dass das helfe könnte, Fall besser zu verstehen. Die Kinder hatten gezappelt, Martina und Konstantin waren ständig abgelenkt. Ingrid Mantner fand sich zu alt geworden seit dem Tod ihres Mannes und wollte nicht hässlich sein auf einem Foto. Einfach war nur Yvonne gewesen, die sich zum Hund setzte und einen Abzug der Fotos wünschte. Es war sogar ein nettes Bild geworden, trotz Digicam. Laska und ich, wir werden ständig fotografiert, wenn wir an der Elbe laufen. Die Leute finden das so lustig, wenn der Hund nach einem Stöckchen läuft oder versucht, die Wellen zu verfolgen und ähnliches. So arm wie ich bin, hätte ich mir dafür vielleicht Geld geben lassen sollen, bemerkte sie. Herr Häberle, das sind Ihre Fotos, aber wir haben die auf Fotopapier ausgedruckt und ein wenig bearbeitet. Eine seltsame Familie ist das. Johansen stellte es fest und sein Kollege nickte es ab. Das Abendessen, die Teller dampften und der Geruch zog durch die Nase, wurde auf den Tisch gestellt. Die Sülze, die Häberle bestellt hatte, sah ganz anders aus als das, was Hannes Johansen aus dem Norddeutschen unter dem Begriff Sülze kannte. Wenn Sie bei uns eine Sülze bestellen, dann bekommen Sie eine runde Scheibe, offensichtlich schon lange maschinell fertiggestellt, mit kleinen roten Fleischstückchen darin. Hier kochet sie der Bauch und dann wird das Ganze frisch mit Gelatine eingelegt. Wollen Sie mal probieren? Häberle hatte dem Kollegen den Teller entgegengeschoben. Tatsächlich schmeckte diese Sülze richtig gut. Das Fleisch war frisch in seiner natürlichen Form und eine Zwiebel, etwas Kümmel und mit ein wenig Salz eingelegt, bevor man es in Gelee gebannt hatte.
Die kennet sie hier beim Bauer kaufe. Vielleicht nehmet sie was mit auf dem Rückweg. Das Nordlicht kaute genüsslich. Wäre es nicht so dunkel gewesen und hätte sich Hannes Johansen auch noch aufmachen können, ein wenig draußen spazieren zu gehen, dann hätte er die Gelegenheit genutzt. Der kalte Schnee und die Luft zogen ihn magisch an. Seit Tagen war die Joggingrunde am Morgen ausgefallen. Er war mit seinem Fall befasst gewesen und hatte in seinem Wohnumfeld herumgefragt, wer etwas gesehen haben konnte. Seine eigenen Nachbarn zu befragen, machte auch deutlich, welchen Beruf er hatte. Jetzt war er dort kein anonymer Mensch mehr, sondern wurde mit Herr Kommissar begrüßt. Harlekin hatte wenigstens seine Ruhe. Keiner meckerte mehr über den Hund von der Polizei. Auf einmal hatte dieser die Aufgabe, die sein Herr auch hatte. Menschen mussten beschützt werden. Die Akten rückten Stück für Stück mehr zur Mitte des Tisches. Die beiden Männer begannen zu essen. Beide hatten Hunger und die Hausmannskost schmeckte. Die machet es selbst. Johansen nickte mit vollem Mund. Sie Henzog schwätzt, dass sie in Hamburg mit einem Herrn Zander ein Gespräch gehabt hätten. Das war aber kein Verdächtiger und auch die Yvonne Mantnerfeld für mich aus. Häberle war sehr von sich überzeugt und verstand das Nicken des Kollegen Nord als Bestätigung. Der Herr Sander hat seinen Freund noch nicht zu Besuch gehabt. Sie waren für den Tag nach dem Mord zum Frühstück verabredet und Herr Mantner ist nicht gekommen. Als er dann dessen Frau angerufen hat, ist sie aus allen Wolken gefallen, weil sie gar nicht wusste, dass ihr Mann nach Hamburg aufgebrochen war und nicht zu dem anderen Bekannten nach Ulm gefahren ist. Hannes nahm den nächsten Bissen in den Mund. Neben ihm knurrte Harlekin ein wenig. Sein Herr warf einen strafenden Blick auf das Tier. Betteln bei Tisch, das gab's nur zu Hause. Es war aber dennoch höchste Zeit für den Hund, etwas zu fressen und einen Spaziergang zu bekommen. Der Hund hätte noch nichts zum Fressen gekriegt. Das kennen sie noch in Reutlingen mache. Da sehen sie dann auch genug. Das ist nicht so duster. Ich mag halt das Essen hier und der Hof ist auf dem Weg lecker. Es rutschte wie zufällig ein Stück Sülz vom Teller auf den Boden. Harlekin konnte man deutlich schmatzen hören. Johansen sah den Kollegen missbilligend an und musste aber schweigend weiterkauen, da er sich an einer Fleischfaser verbissen hatte, die ihn am Reden hinderte. Häberle hatte sich einen neuen vierbeinigen Freund gemacht. Als Hannes wieder sprechen konnte, fragte er: Was haben Sie denn nun herausgefunden, Herr Kollege? Vielleicht ist das, was ich erlebt habe, ja deckungsgleich mit dem, was Sie wissen. Die Neugier war nicht zu überhören und es schien Häberle so, als platze der andere geradezu bei dem, was er zu wissen schien, wollte ihm aber höflich den Vortritt lassen. Ihren heute am Flughafen alte Freund getroffen. Der hätte mal das gleiche geschafft wie der Mantner. Bloß, dass er nicht so erfolgreich gewesen ist und jetzt etwas anders macht. Und wir haben geschwätzt und er hat mir so einiges erzählt über den Mantner und seine Kinder. So habe ich heute mein Hauptverdächtige gefunden. Genüsslich lehnte er sich zurück und betrachtete das Gesicht seines norddeutschen Kollegen. Sie auch? Johansen hielt es nicht mehr aus. Er unterbrach den Kollege, der in langsamer Stimme, damit der andere ihn auch mit Dialekt verstand, anfangen wollte, im Detail von all den Menschen zu erzählen, die er befragt hatte. Johansen kannte das schon aus den Telefonaten. Da beschrieb Häberle alles, was ein Zeuge gesagt hatte, mehrfach und jedes Mal rückte er mit noch mehr Details der einzelnen Situation heraus. Das hasste er und es war ihm nach dem heutigen Tag zu anstrengend, die Geduld aufzubringen, zu erfahren, mit welchen Menschen er über wen aus der Familie Mantner oder Haufner gesprochen hatte, an wen sich wer, der so oder so aussah, erinnern konnte und warum dieser oder jener dabei stand oder saß oder viel oder wenig Haare auf dem Kopf hatte. Hannes war mehr in Spiellaune und wollte den Kollegen herausfordern und sich mit ihm messen. Das Reden half Häberle beim Nachdenken. Johansen half die Stille und das Spazierengehen mit seinem Hund im Wald bei seinen Gedankengängen und deren Vervollständigung. No, sah Häberle ihn an. Sie müsset mich schon Ausrede lassen, wenn ich Ihnen sage möcht, was Sie heute herausgefunden hätt. Die waret alle sehr kooperativ bei der Lufthansa und händ mir richtig gute Tipps gebe, wo man noch Informationen kriege kennt. Unter Zeugenaussage von einem Stewardess Handy A. Das war hübschi, braune Locke. Hannes hatte schon an die Dame Sandra gedacht und an ein blondes Gehirn.
Die hätt einige aus der Familie schon bedient, wenn die einen Flug gebucht hätt. Der alte Mantner hätt se gesagt, war nicht immer der freundlichste von den Passagieren. Seine Frau ist ebenso arrogant, wie man sie kennengelernt hätt, und die Tochter hätt sie bloß einmal gesehen. Das hätt man gesagt, und morgen kommt sie ins Büro und man schreibe alles auf. Dann sind sie ja auf der fast gleichen Spur wie ich. Hannes Johansen war nun doch erstaunt über den Kollegen, denn er hatte, warum auch immer, den Weg zum Flughafen genommen und sich umgehört. Häberle gefiel das Spiel, das hier entstand. Der Kollege hatte offensichtlich auch einiges herausgefunden. Zu spannend, wenn sie am Ende: Machet man uns doch a wengelern Spaß da drus. Jetzt nimmt a jeder das Foto aus der Mappe, auf dem Soi Hauptverdächtiger ist. Ich bin gespannt, ob wir die gleiche händ. Dann klappten sie beide wie auf Kommando die Mappen zu und alle Fotos blieben drin. Es ist so, dass ich meine Erkenntnisse tatsächlich meinem Hund und seinem Theater beim Fliegen verdanke. Er hat einen Zirkus gemacht, schon als wir in das Flugzeug eingestiegen sind. Und dann habe ich die Mappe fallen lassen und die Stewardess, die sie aufgenommen hat, erkannte eines der Bilder wieder. Sie war auch erstaunt über die Ähnlichkeit der drei Frauen. Johansen erzählte von den Problemen beim Einchecken und von seiner Zeugin, die er nur per Zufall gefunden hatte. Beide Männer nahmen nun ihre Aktenordner vom Tisch. Ohne dass der andere sehen konnte, um welches Bild es sich handelte, die Hand davor wie beim Kartenspielen, zogen sie das Bild heraus, das den jeweiligen Hauptverdächtigen zeigte. Jetzt. Jetzt, antwortete Häberle auf die Frage und die Geste, die sein Kollege ihm machte, um ihm zu veranlassen, das Bild sichtbar auf den Tisch zu legen. Beide waren überzeugt, den richtigen zu haben. Beide Bilder klatschten fast gleichzeitig auf den Tisch. Schweigen. Große blaue Augen sahen die Kommissare an, als wollten sie in sie hineinkriechen und den hintersten Winkel ihrer Seele finden. Das war's dann für heute. Und wem es gefallen hat, da freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Und die anderen Kapitel vom Buch könnt ihr auch auf meinem Kanal finden. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Da kommt dann wieder Astrologie, und zwar der Vollmond im Dezember.